Herzlich willkommen zu R-Type. Wir spielen den One-Player-Modus. Wieder ein Klassiker in der Serie C64 Retro Classics und wir steigen direkt ein. Ein weiterer horizontaler Scroller. Wir fliegen mit unserem Schiff und ich glaube, ich muss mal den Joystick-Port wechseln. Ja, und es geht los. Wir können. Das ist ein schöner Hintergrund, finde ich gerade. Wir können direkt mal sterben, ja. Ready. Genau. Wir können mit unserem Raumschiff hier durch die Galaxie fliegen und die Besonderheit an unserem Raumschiff hier ist, dass wir, wenn wir die Feuertaste länger drücken, können wir einen Beam. Können wir unseren quasi. Ich muss mich gerade konzentrieren, ich kann mich echt nicht hier. Ja, stimmt, der gestorben. Gut, die erste Runde ist mal ein bisschen hier Training. Man muss sich auch mal wieder dran gewöhnen an diese Steuerung und an das Spiel. Ah, es war ein bisschen verschwendet jetzt hier. Ah, die schießen mir ein bisschen zu viel hier unten. Ich habe leider nicht jetzt aufgepasst, wer die Musik hier programmiert hat. Game over. Ja, das wollte ich doch sehen. So, jetzt nochmal ganz kurz was zum Spiel. Wie gesagt, ist auch ein horizontaler Scroller, Shooter-Scroller. Vergleichbar mit dem Spiel, was ich, glaube ich, vorher gezeigt habe. Delta. Die Besonderheit an diesem Spiel ist, wir haben ein bisschen Musik in-game, im Gegensatz zu einem anderen Spiel. Und wir können hier unseren Laser aufladen und zu einem Superschuss quasi umwandeln. Soweit ich weiß, können wir hier keine Extras einsammeln. Zumindest, soweit ich früher immer gekommen bin, keine. Die schießen mir echt ein bisschen zu brutal hier, die Leute. Was ich hier sehr schön finde, ist die Gegnerwechsel, also die Grafiken der Gegner. So, doch, hier. Ist doch ein Special, ich wollte schon gerade sagen. Also es wäre ein bisschen. Haben wir unseren ersten Gegner und der hat mich direkt erschossen. Ach nee, nicht von vorne anfangen, oder? Ach Gott. Memen kann man auch die Kugeln abschießen, das finde ich sehr praktisch. Oh, das war aber knapp. Ja. Das war schon wieder das letzte Schiff. Ey, das muss aber ein bisschen besser gehen. Ja, das war eigene Schuld. Noch eine Runde, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Ja. Das braucht einfach ein bisschen Übung. So, diese miesen Vögel, die können nach unten schießen. Und dieser miese Typ da, der kann nach oben schießen. Ach Gott, ich hätte ihn einfach erledigen sollen. Dass man so weit wieder von vorne beginnt, das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Und nach hinten schießen, das ist ja auch mal übel hier. Ja, Gott, das war jetzt eine Nullrunde. Mit einem Schiff kommt man auch nicht unbedingt weit. Los, Angriff! Ja. Nee, das war jetzt wirklich extra. Ich will noch einmal einen Run starten mit vollen Leben. Direkt mal meinen Beam aufladen hier. So, alle weg. Das war ein sehr riskantes Manöver, muss ich sagen.
Was habe ich jetzt gemacht? Das habe ich nicht drauf aufgepasst. Mist, oh nein, das ist ja echt ärgerlich. Also immer das. So, Beam ist aufgeladen und warten, bis das Weiße im Auge zu sehen ist. Die Sachen immer so schön. Ja, schon wieder denselben Fehler gemacht. Na ja, gut. Boah. Das war aber. Boah, was war denn jetzt? So, mal aufladen hier. Ja, verdammt. Ach, ich schon wieder von vorne anfangen. So, letzte Runde. Ich bin einfach zu schlecht. Das gibt's gar nicht. Aber wie gesagt, ja, das war's. Ein gewisser Teil ist es definitiv Übungssache. Es ist wirklich ein schönes Spiel auch für zwischendurch, um ein bisschen ein paar Aliens abzuschießen. Und ja, was werden wir im nächsten Video sehen? Natürlich den 30. Klon Katakis. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Auch wenn ich nicht hier so der Scroller-Held bin. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt C64 Retro Classics Katakis.